Das Fahrrad, eine praktische Erfindung. Apropos, Erfindungen haben nun diese feste Adresse in Hamburg. Der Erfinderladen, Gärtnerstraße 16. Gute 70 Quadratmeter Verkaufsfläche voll mit Dingen, die die Welt nicht braucht oder noch nicht braucht, dass sich noch niemand darüber Gedanken gemacht hat, dass es ganz praktisch sein kann, einen Weinhalter für Abstinenzler vorzuhalten oder ein gepflegtes Nichts in Flaschen, absolut nix. Ein 100% veganes Milchpuzzle und dazu passend Milchbad in der Flasche. Und auch der Badeschlappen scheint noch nicht zu Ende gedacht. Die Idee hinter diesen Schuhen ist, dass es keine Schuhe sind, sondern dass es im Prinzip eine Wellness-Hilfe für zu Hause ist. Man macht seine Füße so dazwischen, lackiert sich dann schön die Nägel und kann dann durch die Wohnung laufen und stößt nirgendwo gegen und der Nagellack verschmiert nicht. Wie praktisch, in diesem Fall von einer Frau erfunden, wobei die Damenwelt immer mehr aufholt in der Patentanmeldestatistik. Der Hamburger Erfinderladen ist die dritte Filiale des Berliner Erfinderhauses, welches den Tüftlern und Bastlern der Welt eine Heimat bieten möchte und eine Zukunft. Der Hintergrund ist, dass viele Erfinder einfach abblitzen bei großen Handelsketten, die oftmals nur ganz hohe Stückzahlen abnehmen und bei uns die Chance haben, den Erfinderladen auch als eine Art Testmarkt zu benutzen für ihr Produkt, für ihre Erfindung. So wie mit dem Handy Bungee. Ups, oh. Ah, gerettet. Und so soll es gehen. Erfinder kommt mit Idee zum Erfinderladen. Die Experten denken scharf drüber nach und bringen je nach Gefallen das Produkt auf den Markt, auch wenn der Nutzwert nahe Null ist. Es geht uns auch darum, dass man so ein bisschen Augenzwinkern hat und sagt, ja, also es soll auch Produkte geben, bitte, die Spaß machen und die mich einfach zum Lachen bringen. Und auch da sollen Erfinder bitte kommen mit ihren Sachen und uns Sachen anbieten, die Spaß machen. Der Erfinderladen in Hamburg soll, so die Erfinder des Konzeptes, mehr sein als ein Ladengeschäft. Sie sehen ihre Räume auch als eine Galerie zukünftiger Produkte und als Quelle der Inspiration. In dem Sinne, Halleluja!